Hi, ich bin Iris und heute gibt es ein neues Video von mir und zwar ein Rebuy-Unpacking. Ich hole mal kurz das Paket, das ist ein bisschen schwer, deswegen hatte ich es jetzt hier noch nicht in den Händen. Und zwar rede ich von dem hier und da ist einiges drin und das packen wir jetzt erstmal aus. Okay, es ist offen. Ich habe die Pappe jetzt schon mal entfernt und zeige euch mal, was man so von oben sieht. Und ja, das ist der Anblick. Und es gab tatsächlich keinen bestimmten Grund, warum ich bei Rebuy bestellt habe, weil es war kein Angebot, weil manchmal machen die ja so Angebote, sondern ich dachte mir einfach, ach ja, schauen wir mal, was hat ein Rebuy vielleicht so, gibt es vielleicht Reihen, die ich mir wieder zusammenkaufen könnte, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich so angefangene Reihen im Bücherregal habe, dann habe ich auch gern die Folgebände schon da, falls mir die Reihe gut gefällt. Dann habe ich sie schon mal günstig irgendwo gekauft und musste mir keine Sorgen mehr darum machen. Das war der eigentliche Grund, warum ich überhaupt auf Rebuy geschaut habe. Und dann bin ich dort ein bisschen hängen geblieben und habe ein bisschen viel gekauft. So viel dazu, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem ersten Buch. Und zwar Park Avenue Prince von Louise Bay. Und ich habe ja von ihr den ersten Teil schon gelesen. Und den fand ich wirklich, wirklich toll. Dem habe ich, glaube ich, 4 Sterne gegeben oder 3,5. Also der war echt gut. Und ich wollte halt wissen, wie es in der Reihe weitergeht. Und dann dachte ich mir so, passt. Für ein bisschen Geld kriege ich den zweiten Teil. Super. Und der zweite Teil hat eine dicke, fette Leserille. Davon bin ich überhaupt kein Fan. Also ich mag das gar nicht, wenn Bücher eine Leserille drin haben. Und es ist auch ein bisschen schief gelesen und gelb. Ja. Also jetzt nicht der allerbeste Zustand. Es ist okay. Okay. Ich weiß nicht, ob es aussehen soll. Bin mir da unsicher. Das ist so weird. Okay. Also, ich habe mir als nächstes Die Flammende geholt von Kristen Cashore. Das ist der zweite Teil von der Beschenkten Trilogie. Und also eigentlich sollte das hier nicht so krass rot sein. Also ich merke es jetzt nur an der Schrift, weil die Schrift hier ist so golden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist golden, nicht so rot. Und hier ist es pink, weiß, pink. Ich weiß nicht, ob es so sein soll. Ich blende euch mal ein Bild davon ein, wie es eigentlich aussehen sollte. Zumindest glaube ich, dass es so eigentlich aussehen sollte. Naja, aber ansonsten, weil auf der Rückseite, da haben wir die Farbe, die es eigentlich haben sollte. Also so sollte es eigentlich aussehen, zumindest so viel ich weiß. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz okay aus. Also es könnte definitiv schlimmer sein und ansonsten das Buch ist eigentlich in einem super Zustand. Von daher denke ich mal, dass ich das einfach behalten werde, weil ich meine, es ist jetzt keine Riesenkatastrophe. Ich werde das Buch sowieso ja so im Bücherregal haben und nein, darauf kann ich verzichten. Die nächsten zwei Bücher gehören zusammen, sind eine Dialogie und da habe ich mir jetzt zum einen den ersten und den zweiten Teil geholt. Und zwar einmal Escape und Hide von Jennifer Rush. Und diese Dystopie wurde damals auch extrem gehypt. Die Geschichte hört sich auch mega cool an. Es ist quasi so, dass eine Gruppe von Jugendlichen von einem Mann gefangen gehalten wird. Und die Tochter dieses Mannes freundet sich mit den Leuten, mit den Jugendlichen, die dort eben in Gefangenschaft leben, an. Und hilft denen dann, sie zu befreien. Und das ist quasi so der Anfang der Dystopie. Und das hört sich so toll an und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch schon so viel Gutes über diese Reihe gehört. Deswegen wollte ich sie auf jeden Fall mal lesen und habe sie seitdem auf meiner Wunschliste. Das ist jetzt auch schon bestimmt 1 oder 2 Jahre her, wahrscheinlich eher 2. Kommen wir zu dem Zustand. Also hier hinten haben wir wieder Leserillen. Allerdings ist das Buch überhaupt nicht schief gelesen, von daher macht es mir jetzt eigentlich nicht wirklich was aus. Und ansonsten, das Buch ist in einem echt guten Zustand, also da kann man eigentlich nichts für sagen. Und ich hatte es ja schon mal bestellt, da war der Zustand wesentlich schlimmer. Und den zweiten Teil habe ich gleich mitbestellt und auch da sind wieder 2 Leserillen mit dabei, aber auch das geht vollkommen klar, weil es nicht schief gelesen ist. Und ja, es ist jetzt keine Katastrophe, damit kann ich leben. Bei dem dachte ich mir schon, dass es mit Leserillen ankommt. Das hätte mich gewundert, wenn nicht. Und zwar Idle von Kristen Callahan. Und ich mag den Schreibstil der Autorin sehr. Ich habe von ihr Game On den ersten Teil gelesen und warte jetzt auf die neuen Broschürtenausgaben, die bei Lux erscheinen, dass ich mir dann eben die Reihe ja, mal vollständig holen kann und auch zu Ende lesen kann. Und ja, ihr Schreibstil hat mir zugesagt, das hier ist eine Rockstar-Geschichte. Und in jedem Band geht es um andere Protagonisten und ja, auch hier sind wieder Leserillen mit dabei und es ist ein bisschen schief gelesen, aber ich glaube, ich habe dafür nicht so viel bezahlt. Je nachdem, wie viel ich dafür bezahlt habe, überlege ich nochmal, ob ich es mir ins Regal stelle oder nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht unfassbar schlimm. Deswegen glaube ich, dass ich dieses Buch wahrscheinlich auch behalten werde. Beim nächsten Buch bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Band 2 oder Band 3 von der Reihe ist, aber es ist ein Teil einer Trilogie und zwar Entzweit von Amanda Hawking. Und auf die Geschichte bin ich mega gespannt. Ich habe damals den Klappentext gelesen in einem modernen Antiquariat vom ersten Band
und fand das ganz gut, habe das Ganze dann noch mitgenommen und jetzt in meinem Regal stehen. Und bei älteren Reihen habe ich immer ein bisschen Schiss, dass die ja, Folgebände entweder überhaupt nicht mehr zu kriegen sind oder dass die Preise so hoch geschossen werden, dass man eigentlich die Reihe gar nicht mehr vervollständigen muss, weil das Geld einfach absurd ist für ein Buch. Deswegen dachte ich mir, okay, hole ich mir die Reihe lieber schnell zusammen, damit ich sie wirklich lesen kann, bevor es dann irgendwie richtig teuer wird. Deswegen habe ich auch bei dem hier zugegriffen und auch hier haben wir eine Leserille in der Mitte. Aber ich meine, es ist Rebuy. Ich habe damit gerechnet, dass da Leserillen mit dabei sein werden und deswegen auch Bücher genommen, bei denen es mir jetzt nicht so unfassbar wichtig ist, dass die Bücher in einem 1A-Zustand sind. Also bei dem ist es okay, wenn da jetzt eine Leserille drin ist. Das kann ich verkraften. Und beim nächsten Buch habe ich den ersten Teil auch bei Rebuy bestellt damals und der ist auch ohne Leserillen angekommen, so wie heute. Und zwar Dark Mission Blutschuld von Carina Cooper. Das Ganze ist so eine Art historisches Hexendrama. Auf jeden Fall ist es so, dass unsere Protagonistin, ich glaube, eine Hexe ist und vor einem Hexenjäger fliehen muss. Und das hier wäre Band 2 zu dieser Reihe. Den ersten Teil habe ich, wie gesagt, schon da und ich wollte ihn damals im Herbst lesen, einfach damit ich dieses Feeling habe von düster und Hexe. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt den zweiten Band dazu geholt und hoffe, dass ich es irgendwann anfangen werde, denn das Buch habe ich mir vor Ewigkeiten schon geholt. Also das ist wirklich schon lange, lange auf meinem Sub. Und ja, ich dachte mir, wenn ich jetzt Band 2 hole, vielleicht spornt es mich dann an, in dieser Reihe mal weiterzulesen. Dann habe ich den dritten Teil einer Reihe gesehen, wo ich mir dachte, oh ja, den habe ich verwechselt, hätte ich mal kaufen sollen. Und zwar True Lovers Dirty Dancer von Lauren Rowe. Aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob es Band 2 oder Band 3 ist. Vielleicht steht das ja drinnen. Das wäre ja super. Es ist Band 2. Und ja, damit ich diese Reihe auch gut weiterlesen kann, hätte ich den halt gebraucht. Weil ich habe Band 1, 3 und 4 schon im Regal stehen. Und ja, dann dachte ich mir, cool, gibt es bei Rebuy, hole ich mir mal. Und wie Rebuy halt ist, ist es mit Leserillen durchweg durch den ganzen Buchrücken. Und leider auch extrem schief gelesen. Oder was heißt, ne, doch, schon extrem. So möchte ich das Ganze nicht behalten, weil ich glaube, ich habe ungefähr 5 Euro dafür gezahlt und das ist mir definitiv zu viel für so einen Zustand. Deswegen werde ich das auf jeden Fall wieder zurückschicken. Beim nächsten Buch war es mir tatsächlich egal, ob da Leserillen mit dabei sind oder nicht. Und siehe da, es sind keine mit dabei. Und zwar Lions, Fesselnde Jagd von G.A. Aiken. Und in der Lions-Reihe habe ich, glaube ich, die ersten 3 oder 4 Bände gelesen. Und die Reihe besteht ja aus ungefähr 9 Bänden und ich habe die Folgebände auch schon hier. Allerdings habe ich mir gedacht, ich werde die wahrscheinlich einmal lesen und dann wieder aussortieren. Also mir gefällt die Reihe sehr gut und ich mag auch die Autorin unfassbar gerne. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich die nochmal lesen würde, also alle 9 Teile nochmal lesen würde. Deswegen, ja, ist es mir bei denen tatsächlich jetzt nicht so wichtig gewesen, dass der Zustand einwandfrei ist. Aber er ist einwandfrei. Und bei der Geschichte, oh, Mängelexemplar. Gut, das könnte es vielleicht erklären, aber ja, Zustand ist top von daher. In dem Buch ist es so, dass wir Gestaltenwandler haben, die sich dann in andere Gestaltenwandler verlieben oder in Menschen oder was auch immer. Und ja, es sind einfach so Fantasy-Liebesgeschichten und mir gefallen die echt gut, aber ich glaube, das ist eher so ein Einmal-Read und dann wieder aussortieren und ja. Aber das werde ich auf jeden Fall behalten. Das nächste Buch habe ich mir geholt, weil die Protagonistin aus meinem Lieblingsbuch von diesem Buch geschwärmt hat und es unzählige Male gelesen hat und dann dachte ich mir, okay, dieses Buch möchte ich auch unbedingt mal lesen. Da es das Ganze bei Rebuy gab, dachte ich mir so, perfekt, hole ich mir. Und zwar Der eherne Reiter von Puschkin. Und ich dachte eigentlich, das Buch wäre dicker, also es ist ziemlich dünn, hat so knapp 200 Seiten und hier keine Leserille, also es ist halt ein bisschen älter, es ist schon ein bisschen abgegriffen, aber es ist jetzt kein schlimmer Zustand, also eigentlich würde ich sagen, wie neu. Allerdings, ja, man merkt halt, dass das ein älteres Buch ist, aber es ist in einem super Zustand. Von daher bin ich mega happy mit dem und ja, freue mich darauf, das dann zu lesen. Dann habe ich mir 4 Teile einer Reihe geholt, die ich noch nicht gelesen habe, die ich ungelesen jetzt zu Hause habe. Und die hatte ich auch schon mal bestellt, und zwar Dublin Street, das ist Band 1. Und soweit ich weiß, geht es in jedem Band um andere Protagonisten und ja, immer wieder eine neue Liebesgeschichte. Und ich wollte seit Ewigkeiten schon mal was von Samantha Young lesen, weil sie auch so in den Himmel gehypt wird. Und die Dublin Street, beziehungsweise generell die Street-Reihe soll richtig gut sein. Und deswegen musste ich sie mir auf jeden Fall holen. Allerdings hatte ich die ersten Male, wenn ich sie bestellt habe, immer Leserillen mit drin und es war schief gelesen, wie sonst noch was. Und ich muss dazu sagen, hier sind jetzt auch wieder Leserillen mit drin. Und mittlerweile denke ich mir so, ach, scheiß drauf, das ist mir jetzt so wurscht.
Ich habe das Buch günstig bekommen und ich will es einfach nur lesen, von daher draufgeschissen. Und ich werde die jetzt einfach so behalten. Band 2 wäre London Road und auch dort ist wieder eine Leserille mit dabei, aber auch nur eine und es ist nur ein bisschen schief gelesen. Also es geht eigentlich, obwohl vorne sieht man es nicht ganz, aber hinten sieht man es. Es ist ein bisschen schief gelesen, aber es geht voll klar. Ich muss nur irgendwie diese Zettel abmachen und ich glaube, das sind Zettel, die gehen nicht so leicht ab. Wünscht mir Glück. Dann haben wir Band 3, Jamaica Lane. Und warum auch immer, dieses Buch ist so viel größer als die anderen. Also ich zeige euch mal das Taschenbuch im Vergleich dazu. Also wir haben ein Taschenbuch und ja, dann haben wir das dazwischen. Also was soll das? Warum macht man sowas? Ja, komisch. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich mir so ins Regal stellen will, weil das sieht schon arg scheiße aus. Vor allem, weil ich mir den fünften Teil auch noch geholt habe und der fünfte Teil ist halt wieder klein. Das heißt, das würde dann ungefähr so im Regal aussehen. Also andersrum, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist dann einfach so ein fettes Buch dazwischen. Und na, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es da, ich weiß gar nicht, gibt es da, also gibt es den Teil überhaupt in Taschenbuchgröße oder ist das allgemein so, dass der einfach groß gemacht wurde? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr die Reihe schon zu Hause habt und da sicher wisst, ob es dazu auch ein Taschenbuch gibt oder nicht. Weil wenn es dazu ein Taschenbuch gibt, dann hole ich mir doch das Taschenbuch, oder? Also, weil im Regal sieht es schon arg scheiße aus. Naja, auf jeden Fall hat auch dieses Buch wieder Leserillen, aber auch die sind eigentlich verkraftbar. Und dann habe ich mir, wie schon erwähnt, auch Band 5 geholt, und zwar Scotland Street. Und der Band ist einwandfrei, also er hat keine Leserillen und ist sonst auch eigentlich überhaupt nicht abgegriffen, sondern eher wie neu. Und ja, von daher bin ich mega zufrieden damit. Kann gerne so bleiben. Und das war es eigentlich auch schon mit den Büchern. Ich habe aber noch ein paar DVDs bestellt. Und zwar hauptsächlich Disney. Und eine CD, die nichts mit Disney zu tun hat. Zumindest gehe ich mal davon aus. Und zwar ist das einer meiner Lieblingsfilme aus der Kindheit. Jumanji. Ich meine, wer kennt es nicht? Und ich habe das damals immer mit meinem Bruder ja, am Wochenende geschaut, weil meistens lief das am Wochenende. Und das ist so ein Film. Den gibt es einfach nicht auf Netflix oder Amazon Prime. Deswegen habe ich mir den geholt. Und ja, einfach damit ich ihn mir immer mal wieder anschauen kann, weil das ist echt so Kindheitserinnerung. Und dann habe ich mir noch 3 Disney-Filme geholt, weil Disney ja auch seine eigenen Streaming-Plattformen hat. Und deswegen die Filme, die bei Amazon Prime oder bei Netflix gekommen sind, jetzt einfach auf den Disney-Stream geholt werden. Und weil ich nicht noch für ein weiteres Streaming-Portal 7,99 € zahlen will, ja, lasse ich das und hole mir einfach die DVDs von den Filmen, die ich gerne sehe. Denn ja, das Einzige, was ich bei Disney wirklich geschaut habe, waren die Disney-Filme, die ich damals auch als Kind gesehen habe. Und dazu gehört eben auch Robin Hood. Und ja, ich meine, wer kennt die Geschichte nicht? Ich finde es mega schön. Dann habe ich mir noch Die Hexe und der Zauberer geholt. Auch weil ich den Film mega lustig fand. Und ja, kann nicht schaden, wollte ich zu Hause haben. Und zu guter Letzt Taran und der Zauberkessel. Und ich bin mir bei dem nicht mehr ganz sicher, ob ich den schon gesehen habe oder nicht. Ich glaube schon, aber ich könnte ihn vielleicht auch mit dem anderen verwechselt haben. Naja, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ansehen und dann entscheiden, ob ich den Film zu Hause lassen möchte oder ob ich ihn dann selbst irgendwie weiter verschenke. Aber den habe ich mir auch noch geholt und auch da nochmal der Check. Aber ja, ist drin. Das war alles, was ich mir bestellt habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Büchern haltet. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.